Verdammt. Morias palaske vasma da tu danesti. Bajek. Es ist so lange her. Flavius ist tot. Ich habe viel durchgemacht, um unseren Sohn aus der Duat zu holen. Chemo hat nun Frieden. Möge er durch die Gefilde der Binsen wandeln. Ich fahre nach Rom, um... Rom? Hast du immer noch diese närrischen Ambitionen? Ich habe Fehler gemacht. Du hast Fehler gemacht. Aya? Du vergeudest deine Energie. Ah. Du bist der berühmte Magi. Phanos spricht die ganze Zeit von deinen Heldentaten. Ich habe eine Gruppe gesammelt. Das sind Brutus und Cassius, unsere römischen Brüder. Wir erledigen diese verfluchten Bastarde aus Übersee. Septimius und Caesar. Der Orden ist nicht mehr nur ein ägyptisches Problem. Herrscht Kleopatra denn noch? Es gibt keinen Herrscher in Ägypten. Es ist der Gnade von Tyrannen ausgeliefert. Unsere Königin hat uns für Rom verlassen. Hier hat sich nichts verändert. Memphis wird vom Orden kontrolliert. Aya, wir brauchen dich. So kann ich es nicht enden lassen. Ah ja, diese verfluchte Sphäre sollte für immer versteckt werden. Sie bringt nur Schmerz. Aus dem Weg! Whoa.
Unsere Siege haben sich vervielfacht, unsere Liebe nicht. Wie sollte sie das auch? Alles hat immer gegen unsere Liebe gesprochen. Du hattest recht. Es geht um etwas Größeres. Unsere Liebe lebt in der Duat. Aber jetzt lassen wir sie los. Lass die Götter entscheiden. Die Götter sind tot. Wir opfern unser eigenes Leben für die gute Sache. Diese Finsternis war nicht umsonst. Es war falsch, so leichtfertig in der Öffentlichkeit zu töten. Wir müssen im Schatten arbeiten. Ägypten ist gefallen. Griechenland auch. Und Rom wird auch fallen. Alle fallen durch uns, und doch wird es niemand wissen. Wenn wir Attentate ausführen, dann töten wir nur jene, die es verdient haben. Die kranken Seelen, die uns kontrollieren wollen. Aber sie erfahren nie, wer wir sind. Kalte, berechnende Todespoeten. Damit kann ich leben. Schließlich bin ich kein Vater mehr. Und auch kein Ehemann. Und ich bin kein Magi. Ich bin ein Verborgener. Ja. Wir sind die Verborgenen. Wir schärfen unsere Klingen und lassen die Hoffnung sprießen auf dieser schlechten Erde. Gut, Bayek von Siva. Wofür willst du stehen? Ein neues Bündnis. Unseres ist vorbei. Bibti, ich hätte auf dich hören sollen. Oh, Habibti. Das müssen nicht deine letzten Worte sein. Wer zum Teufel bist du? Kommt dir der Name William Miles bekannt vor? Der Assassine? Dann weißt du, wer ich bin. Wir, die Assassinen, haben dich beobachtet. Es ist ungewöhnlich für eine Angestellte von Abstergo, sich für Revolutionen zu interessieren. Da hast du recht. Wir wissen von deiner Arbeit mit dem Animus. Erstaunlich, was du und Diana geschafft habt. Die? Sie haben euch reingelegt, oder? Sophia Ricken hat euch so viel versprochen. Das reicht. Wir reden nicht über sie. Gut. Es gibt genug anderes zu bereden auf unserer Reise nach Alexandria. Du glaubst, dass ich dich begleiten werde? Tja, welche Optionen hast du denn? Du kannst mich begleiten. Oder du kannst hierbleiben und den Totentanz nochmal tanzen. Und nochmal, bis du einen Fehler machst. Sie brauchen nur einen Fehler. Du kannst nicht zurück in dein altes Leben, Layla. Das hatte ich nie vor. Aber du könntest endlich mitarbeiten am Animus-Projekt. Unserer Version davon. Und bei uns steht es dir immer frei, alles auf deine Art zu machen. Na gut. Probieren wir's. Das heißt nicht, dass ich auf deiner Seite bin. Das reicht.
Lass die Finger von meinem Laptop. Das sollte ich, oder? Ein schrecklicher Eingriff in deine Privatsphäre. Stell dir einfach vor, ich erlebe deine Erinnerungen nach. Bayek ist eine Leiche. Und ich lebe. Du hast recht. Ich entschuldige mich. Der Animus ist die beste Art, dem Typ aus dem Weg zu gehen. Ein Balken. Ein halber Balken. Keine Schmerztabletten mehr. Die packt nie genug Snacks ein. Tritt hervor am Tag und ich geleite dich heim. Ist das für Foxy das? Ein Geschenk? Nein. Ein Relikt. Ich will nicht darüber reden, Damastes. Ist das nicht Bayek? Überlass es mir, ich bringe es selbst zu Foxy das. Er liebt solche Dinge. Ich töte dich. Wie wär's damit? Ich bin nicht in der Stimmung für Diskussionen. Morgengrauen passierten wir in Neapolis. Bei starkem Wind erreichte das Forum Romanum in 2 Tagen. Es ist aus zwischen euch. Hm? Ich spüre es. Keine Entscheidung ist einfach. Du bist eine Auserwählte. Und nun bist du frei. Wie ich. So beginnt ein neuer Tag. Normale Fahrt! Rudert schneller! Im Rhythmus bleiben! Eine römische Flotte voraus. Siehst du sie? Aber lass deine Deckung nicht fallen. Wir müssen annehmen, dass sie uns erwarten. Du klingst ganz begeistert.
Begierig, alter Mann. Begierig, den Abschaum zu erledigen und mich dem nächsten Abschaum zuzuwenden. Unendlicher Abschaum! Das ist die Welt, in der wir leben. Erhöht das Tempo! Wir sind entdeckt worden! Die Fackeln rufen die Flotte herbei. Bereitet euch vor! Erhöht die Schlagzahl! Mehr Tempo! Zugleich! Da kommen sie! Vorwärts, Männer! Bedeckt die See mit ihren Schiffstrümmern! Die Ruder! Allala! Allala! Starke Rückstellung! Bereit zum Feuer! Feuer! Achtung! Feuer! Ah, die Lieder, die man über uns singen wird, wenn dieser Tag zu Ende ist! Wenn das geschieht, Foxy, dann wickle ich mich in Seetang wie eine Sirene und singe lauthals mit. Ich nehme dich beim Wort. Glaub mir, du würdest es bereuen. Bring wir's hinter uns. Feuer! Ahaha! Noch eine versenkt. Jetzt wartet nur noch eine auf den Abgrund. Achtung! Ja. Abrückstellung! Fahrt an! Wir werden normale angegriffen! Fahrt. Normale Fahrt! Deckung! Leichte Schlagzeit! Abrückstellung! Schneller! Rudert schneller! Wir werden angefeuert! Feuer! Deckung! Gesessen. Zugleich! Sie hetzen Feuerschiffe auf uns! Götter. Unsere Flotte ist zu dicht formiert. Sie erwischen uns! Wir sind in der Unterzahl! Da sind zu viele Höllenschiffe! Wir versenken sie, bevor sie uns erreichen. Wenn sie uns treffen, sind wir erledigt. Versenkt sie! Feuerschiffe voraus! Normale Fahrt! Schneller! Feuer! Feuer! Achtung! Feuer! Los! Durchhalten! Mehr Feuerschiffe in der Nähe! Bei den Göttern! Die sind überall! Deckung! Achtung! Wir werden angegriffen! Feuerschiffe Backbord! Normale Fahrt! Feuer! Achtung!